Es kann nur eine geben, die Vox Shopping Queen des Jahres 2019. Am Sonntagabend kämpften vier Kandidatinnen in Guido Maria Kretschmers Show um die Krone, eine davon mit vollem Körpereinsatz. Aber der Reihe nach, Christine aus Düsseldorf, Sophie aus Wien, Andrea aus Dortmund und Christine aus Salzburg-Stöckelten, unterstützt von prominenten Shopaholics, durch die Boutiquen, um den perfekten Look zum jeweiligen, von Kretschmer ausgewählten Designer-It-Piece zu kreieren. Sophie, schrillste der vier Queen-Anwärterinnen, suchte zusammen mit Influencer Riccardo Simonetti, von dem sie zuvor noch nie gehört hatte, einen coolen Style zu einer Leo-Klatsch von Alexander McQueen bei der Promi-Jury sorgte. Sophies Look allerdings für Stirnrunzeln. Vor allem Moderatorin Sylvie Mais konnte es nicht gutheißen, dass Sophie sich gegen einen BH entschieden hatte und sich ihre Brustwarzen daher durch das Oberteil abzeichneten. Fräulein Mais, die sich dadurch gestört fühlte, hat zwar selbst mehrere Kollektionen für einen bekannten deutschen Unterwäschehersteller designt und auch präsentiert, aber das nur am Rande. Auch Becker ex Lilly meckerte. Ob des fehlenden Wäscheteils. Der Einzige, der an Sophies Look kaum etwas auszusetzen hatte, war Gastgeber Guido Maria Kretschmer. Ich mag das, ich mag den Look. Ich finde, dass du eher eine Frau bist, die sehr speziell ist, erklärte er.